Willkommen alle zusammen bei der Prüfung im Teilbereich Argumentieren. Bedauerlicherweise ist der Repräsentant der Universitätsmannschaft heute terminlich indisponiert. Ja, und so mussten wir kurzfristig jemanden finden, der für ihn einspringt. Ladies and Gentlemen, wir begrüßen den Co-Moderator der CNN-Sendung Crossfire. Berater vieler Politiker, den allseits gefürchteten Mr. James Carville. Sehr gut. Danke, danke. Dickenbrüttet, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, Sir. Thema Nummer 1. Welche Position sollte Ihrer Meinung nach die Regierung bei der Unterstützung von Innovationen auf dem Gebiet der Biotechnologie einnehmen? Um ehrlich zu sein, ich bin froh, dass Sie solch eine Frage... Aber wenn Sie erlauben, Jimmy, würde ich gern diese Frage beantworten. Danke, ich werde nach Hause fahren. Von mir aus, hauen Sie rein. Wieso macht er das? Wieso wartet er nicht auf was Leichteres? Das ist das Selbstmord, Alter. Neueste Untersuchungen haben ergeben, dass es kaum sichtbare Beweise für eine Globalisierung privater Forschungsergebnisse gibt und dass der Technologiemarkt infolgedessen schrumpft. Nach meiner Überzeugung ist es für Amerika als Weltführer wichtig, seinen Forschern konsequent Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und eine klar definierte Innovationspolitik mit dem Schwerpunkt auf Human Resource Development zu verfolgen. Danke. Kam das aus Ihrem Kopf? Was ist passiert? Ich hatte einen Blackout. Ist ja äußerst interessant. Ich danke Ihnen vielmals. Und nun Ihre Widerlegung, Mr. Carville. Wir haben nichts zu erwidern. Das war perfekt. So wird argumentiert, Leute! So wird argumentiert!